kommen Sie und schauen Sie sich das an. Das Publikum. Also ich habe geprobt, aber ich muss sagen, das ist nicht das Gleiche ohne die Leute. Also man spürt ja ihren Atem, ihre Reaktionen, ihre Nichtreaktionen auch. Und vor diesem leeren Raum zu spielen, war manchmal schon auch traurig. Also darauf freue ich mich sehr auf die Leute. Also es ist ein Roman von Schnitzler, ursprünglich ein Roman, jetzt bearbeitet fürs Theater von Susanne Wolf. Da geht es einerseits um die politischen Verhältnisse, den aufkeimenden Antisemitismus zur Jahrhundertwende. Andererseits geht es um die Beziehung zwischen einer jungen Frau, einer Klavierlehrerin, Anna Rosner, die spiele ich, und einem Baron und Komponisten, Georg Vergentin, gespielt von Alex Absänger. Die verlieben sich, sie wird schwanger und dann geht es um die unterschiedlichen Vorstellungen, die beiden haben eigentlich von einer Beziehung und von Freiheit und Freiraum in einer Beziehung und dem eigenen Weg und ich finde den politischen Aspekt aktuell, weil wie wir ja jetzt wieder Studien gelesen haben, wie Antisemitismus, wie Angriffe, Feindlichkeiten gegen Juden wieder mehr werden, schrecklicherweise. Deswegen ist es absolut legitim und wichtig, weiter darüber zu sprechen und daran zu erinnern, was schon vor dem Zweiten Weltkrieg auch passiert ist, wie das angefangen hat oder größer geworden ist, dieser Antisemitismus, und salonfähig geworden ist. Und dann finde ich aber auch die Beziehungsgeschichte eigentlich, auch die hat Wert für heute, weil die Frage, wie viel Freiraum braucht jeder, das Verständnis von Freiheit kann für den einen Menschen ganz anders sein als für einen anderen. Und wie kommt man da zusammen in einer Beziehung oder eben auch nicht, ist absolut zeitgemäß. Es ist schwer. Ich glaube manchmal, dass man Otto Schenk eigentlich gar nicht durchschauen kann. Also er hat ein unfassbares Timing, was man, glaube ich, irgendwie, das hat er einfach. Ob man das jetzt wirklich von ihm sich abschauen kann, ich glaube eigentlich nicht. Ich mag es total, mit ihm zu philosophieren über den Beruf oder darüber zu sprechen. Letztens hat er zu mir gesagt, was hat er gesagt? Seine Betriebstemperatur beim Spielen ist eigentlich müd, unlos, ja, grantig, müd, grantig und noch irgendwas. Ich habe es vergessen. Aber irgendwie macht es total Spaß, so zu schauen, wie ist Otto Schenk, wie geht er auf die Bühne, hat immer einen Widerstand. Er hat auch zu mir gesagt, du musst immer eine Sorge haben, wenn du auf die Bühne gehst, also in der Figur. Also was Otto Schenk letztens auch wieder beschrieben hat bei unserer letzten Begegnung mit dem ganzen Ensemble von Kirschgarten, ist, dass er sich von uns Jungen total begeistern hat lassen wieder. Also, dass ihm das total Spaß gemacht hat, so einen ganz neuen Zugang zum Kirschgarten, zum Theaterspielen, und dass ihn das auch inspiriert. Er ist offen und freut sich über jeden Input eigentlich und jeden, der sich mit ihm beschäftigt. Ich fange nächste Woche auch wieder an zu proben hier in der Josefstadt und freue mich da auf eine Wiederbegegnung mit einer Regisseurin, mit der ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Da proben wir im Juni und im August dann weiter. Und ich drehe einen Film zu Ende, wo wir gerade mittendrin sind, Corsage von Marie Kreuzer. Da habe ich noch ein paar Drehtage und dann im Juli erstmal frei. Urlaub.